not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through. Guten Morgen und guten Morgen, Adi. Freust du dich? Diese Frage, ne? Freust du dich? Adi ist wieder am Start und es ist so ein schönes Gefühl, ihn wieder unter Moors zu haben, oder? Guck mal, wie leise, wir brauchen gar nicht mehr so schreien. Es ist schon leise, ja. Und er kommt auch nicht weg, ne? Weil Manuel war nämlich am Überlegen, ob er ihn weggibt. Ich weiß das noch nicht. Und dafür noch ein Bulli. Nein. Ich weiß das nicht. Adi bleibt. Wenn die zwei Bullis sind, dann können die auch eine Bulli-Familie gründen. Nein. Meinst du, dass die dann noch Babys kriegen? Vielleicht kommen da kleine Käfer raus. Das könnte natürlich durchaus möglich sein, ne? Ja. Ja, so, guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin so müde schon wieder. Ich sag ja immer, ich gehe gerne arbeiten, aber dieses Aufstehen, das macht mich nochmal irgendwann fertig. Also ich sag mal so, wenn ich bei der Arbeit bin, ist alles gut. Aber dieses Aufstehen morgens. Andersrum, wenn ich genug Geld hätte, würde ich natürlich auch nicht arbeiten gehen. So, das wollte ich damit sagen. Das ganze Gerede, also die letzten Minuten, die du da geredet hast, machen überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist ja nun so, wenn du aufstehen musst oder beziehungsweise es ist nicht schlimm, früh aufzustehen. Doch. Ich bin jetzt, nein, das ist es nicht. Doch. Ich bin jetzt über Pfingsten ja manchmal auch früh aufgestanden. Das ist nicht schlimm. Aber dieses, du musst jetzt auf jeden Fall aufstehen. Das wenn dann ich, der ja. Wecker klingelt, ja, das ist ein Unterschied. Ja. Ja, so ist es aber nun mal. Aber du weißt, wie ich das meine, ne? Ich erahne aus deinem Gestammel irgendetwas, was du. Ist egal, dann müssen wir jetzt erstmal bei Verstand kommen hier und dann melden wir uns später wieder. So, Feierabend. Haben Sie es jetzt? Moment. Können wir denn los? Ich kann nicht so schnell. Also, dieses Bild im Hintergrund, ne? Es kommt ganz anders zur Geltung in der Kamera. Dieses Bild. Welches? Das nehme ich so gar nicht wahr. Da habe ich heute nicht einmal hingeguckt. Das ist so ein schönes Bild, ja. So, Ende aus. Mickey Maus, der Dienstag ist geschafft. Eigentlich könnte ich mal eine Wärmeflasche hier irgendwo lassen, ne? Stell die doch hier unten irgendwo hin aus. Aber was soll ich die jetzt da nicht hinstellen? Ja. Wo? Wo soll ich Donnerstag sitzt du ja wieder hier. Ja. Stell die doch da in der Ecke irgendwo. Da geht keiner bei, wenn das, ne, hier so hinter steht. Es sei denn, da ist Gold drin. Ja, da habe ich ein bisschen was dran versteckt. Ja? Ja. Da kommt ja keiner oh, dran. Scheiße. Oh, scheiße, Leute. Beweis mal. Nee, deswegen steht das hier, weil der kaputt ist. So, die verschwinde ich hier. Das ist wieder so typisch, ne? Erstmal drauftreten. Erstmal drauftreten. Das ist ja auch nicht zum Drauftreten. Das ist ja für unterm Dings, ne? Dass man seine Füße da drauf stellt. Ja. Aber da wir ja nicht so klein sind, brauchen wir das ja nicht. Nee. Also ich hoffe, das war jetzt wirklich schon vorher kaputt. Sonst ist hier der Beweis, dass ich es war. Ja, ich würde das auch zugeben, dass ich es war. So, das muss alles mit hier. Ja. Das, der Korb und meine Tasche. Aber die Tasche könnte ich eigentlich da mit reinpacken. Dann haben wir das auch. So. Also das ist mir nicht ganz geheuer, ob die Stelle da schon immer gewesen ist. Das muss ich erstmal fotografieren und erstmal fragen. Nicht, dass da nachher was passiert ist in der Werkstatt, ne? Man guckt ja auch nicht. Das ist sowieso zu spät, Sabine. Man guckt ja auch nicht sofort. Nee, aber Sabine, das hättet ihr dann eher machen müssen. Ja, ich habe es ja nicht gesehen.
Aber guck mal. Mensch, Adi, was machst du denn? Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, oder? Das war doch vorher nicht da. Aber das ist doch Rost, oder? Wenn du willst, kannst du das bisschen noch auftreiben. Nee, ich möchte nicht. Ich will dich auch nicht verführen. Nee. Ich bin so stark die ganze Zeit. Ich habe das ganze Wochenende nichts Süßes zu mir genommen. Das ist gut. Nichts. Nicht mal Zucker in meinen heißgeliebten Latte Macchiato. Achso, ich dachte, du wolltest gerade meckern. Sag nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich bin stolz auf dich. Danke. Das wollte ich hören. Dass du das so durchziehst. Das wollte ich hören. Deswegen habe ich das die ganze Zeit auch erzählt. Wie lange ist das jetzt, wenn du das machst? 4 Wochen? Nee. Boah, das machen wir jetzt schon 8 Wochen. Noch länger. Ich habe die Liste zu Hause liegen. Super. Also dranbleiben, ne? Ja, das ist dranbleiben wichtig. Ist wichtig. Und was wir jetzt ja machen mit unserem Essensplan, das ist auch wirklich das A und O, das habe ich gemerkt. Heute Essen, alles fertig, heute Pizzasuppe. Ja. Planung ist alles. Ja, ist wirklich alles. Hallöchen. Wen haben wir denn da? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Oh, und da freut sich aber jemand. Freust du dich, dass ich wieder da bin? Hm? Was ist das denn hier? Okay, sie freut sich. Soll ich dich bürsten? Oder was soll das heißen? Erzähl mal. Leni. Ah. So ist besser, ne? Hm? Was machen wir zwei jetzt? Erstmal schnell den Haushalt. Und dann kommt Manuel gleich auch schon. Essen haben wir für heute. Pizzasuppe gibt's ja heute nochmal. Ne? Die magst du auch nochmal, oder? Oh. Lecker Pizzasuppe. So, Eufi läuft schon. Ich habe schon Joggi-Klamotten an, meine gemütlichen Klamotten. Jetzt mache ich den Haushalt und dann essen wir gleich erstmal lecker Suppe. Was machst du? Ich wollte nur kurz zeigen, wie ich diesen köstlichen Käse jetzt in die Suppe streue. Boah. Aber funktioniert gut mit unserem Plan, ne? Wir haben ja hier unseren Plan, dass es immer jeden Tag zu essen gibt. Und das funktioniert super. Einmal die Woche nur einkaufen. Mahlzeit! Morty! Wohin des Weges? Was stehst du da mit deiner Kamera rein? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Meinst aber du, ich höre und sehe dich? Hat jetzt nicht geklappt. Im Spiegel hast du nicht. Denkst du, ich höre und sehe dich nicht? Ich sehe alles. Yes, baby. Was machst du jetzt? Was? Was machst du? Einfach. Willst du nicht eben noch nach Leni gucken? Sie wollte nicht kommen. Ich habe sie gerufen und sie hat sie einfach ignoriert. Flüschi! Flüsch? Guten Tag. Aber hier, guck mal, sie hat die Augen auf. Hm. Guten Tag. Hallo, Flüsch. Hallo, Flüsch. Du bist ein Baby. Ja. Was ist das hier für eine Schwarzhaltung? So, ich mache jetzt auch weiter, ne? Ihr kennt das, der Rubel muss rollen. Aber nicht ohne meine Ladde. Achtung. Leni. Lecker. Oh. Oh, komm, machen wir im Wohnzimmer. Komm, geh, du kleiner Hund. Bello, komm. 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 So. Leni, sitz. Toll, mein Schatz, super. So, eigentlich wollte ich jetzt Feierabend machen. Es ist nämlich jetzt schon wieder 9:30. Jetzt habe ich ja gerade hier die Packung von dem Leckerli weggeschmissen.
Da sehe ich, dass die Mülleimer voll sind. Die werde ich jetzt noch mal leer machen. Weil was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Das ist wirklich so. Morgen komme ich von der Arbeit nach Hause, sehe das hier und denke, warum habe ich das nicht gestern gemacht? Genauso das werde ich jetzt auch noch ausräumen. Das muss ich dann eben morgen nicht machen. Morgen freue ich mich. Also, los geht's. Wie sie guckt. Ja, die Kugel. Die Kugel findet sie ja toll. Guck mal, was ich wieder alles unterm Kühlschrank weggeholt habe, Leni. Guck mal, oh, was ist das hier für ein Staub alles? Ja, ist normal, ne? Aber hiermit spielt sie ja immer so gerne. Und die Kugel, guck mal, zu Weihnachten, die war nämlich verschwunden. Die habe ich auch wieder gefunden. Nö, das interessiert sie jetzt. Du, Manuel, nicht. Machst du das Ding nochmal fest am Sofa da unten? Ja. Da muss nur eine Schraube rein. Das nervt mich schon die ganze Zeit, dass das Ding absteht. Immer wenn ich hier aufgeräumt habe. Der Akkuschrauber ist doch hinten, oder? Ja. Kannst du das jetzt schnell machen? Nee, ich habe keinen 10er Torque. Was hast du nicht? Kein 10er Torque. Ach so. Guck mal, Leni, hier ist auch eine Maus. Hier. Sie weiß jetzt gar nicht, wo sie zuerst mitspielen soll. So. Wollen wir noch was Leckeres trinken und dann... Ey... Haarwurfen. Ich habe gerade noch ein... Ne, gerade nicht, aber vorhin habe ich noch ein Mojokai getrunken und jetzt dann Mojokai Latte. Gut? Ja. Ja, dann muss ich den auch mal probieren. Ich wollte eigentlich noch duschen, meine Haare waschen und so, aber... Die darfst du aber jetzt nicht um diese Uhrzeit trinken. Nee, mache ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich jetzt noch duschen, aber jetzt ist schon wieder so spät. Trockenshampoo wird es richten morgen, oder? Ich sitze morgen bei dir, glaube ich. Das weiß ich nicht. Den ganzen Tag. So, ihr Lieben, ihr seht, der Marwurfen ist nur hier am Rumjappen. Und ja, kommen das jetzt hier noch eben weg. Da, sie liegt da. Ist da noch mehr? Ist da noch mehr? Ich muss kontrollieren, ob du das ordentlich gemacht hast. Da ist ganz viel Staub, ist da, ne, mein Schatz? Die ist toll, ne? Aber die ist auch laut. Ganz lässig. Ja. So, bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Jetzt ist sie unter meinem Lautsprecher. Akku aufladen. Tschüss.